So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem Fragmentierungssimulator. Ja, das ist der einfachste Defragmentierungslogarithmus ever. Man geht quasi einfach die Reihe nach durch, also jetzt hier zum Beispiel der Block, guckt, was man hier hinmachen möchte, also Zink, und geht die Reihe durch, bis man einen Zinkblock findet und tauscht einfach aus. So kann man ganz schnell große Datensätze defragmentieren. So. Was ist eigentlich jetzt hier unten drin? Hier unten ist auch noch ein bisschen Schalateil. So. So, dann machen wir als nächstes mal Kohle. Wobei, ich sehe gerade, Kohle gibt es gar nicht so viel. Gut, dann als nächstes Uran. Ja, siehst du, Uran, dann bist du eigentlich auch noch deine Weiterverarbeitungsanlage bauen, ne? Eine Zentrifugenanlage. Eieiei. Alter, ich komme hier gerade vor wie so Windows-Defragmentierer. Aber es geht erstaunlich schnell. Wesentlich schneller, als ich dachte. Lol. So, müssen wir mal kurz gucken hier. Fehlt hier noch irgendwas? Nö. Da geht es in der zweiten Küste weiter. Also hiervon ist auf jeden Fall am wenigsten. Das heißt, die drei Sachen hier sind die seltensten. Aber die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit geht es weiter? Am nächsten unwahrscheinlichsten ist, so wie es aussieht, Gold. Ja, die beiden Sachen hier, die beiden Sachen sind am häufigsten, wie es aussieht. Hier ist was falsch einsortiert. Sachen sehen aber so verwechselt ähnlich aus. Ich bin also unschuldig. Genau, das heißt, Zink ist als erstes. Dann kommt Chrom. Dann kommt Blei. Die beiden nehmen sich auch nichts. Das heißt, die sind dann... Ich versuche das mal so ein bisschen logisch anzugehen. Das heißt, die beiden hier sind ungefähr gleich auf. Obwohl Blei ist auch fast gleich auf. Also die drei Sachen sind quasi gleich auf. Dann sind die beiden Sachen ungefähr gleich auf. Hier sind 5. Und nochmal 6. Also. Ja, das heißt.
Die beiden Sachen sind ungefähr gleich auf. Die Sachen sind etwas wenig, also die Sachen sind etwas mehr als die hier. Und die sind wesentlich mehr als die. Dann haben wir hier in der Kiste schon mal alles abgearbeitet. Und in der Kiste haben wir jetzt. Hiervon ist relativ wenig. Hiervon ist mehr. Dann kommt das. Dann kommt das. Das. Und die drei Sachen sind ungefähr gleich. Also, ja, so ganz grob gleich. Keine Ahnung. Also kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil hier haben wir ja mittlerweile ein bisschen Sachen verwendet. Hiervon haben wir schon Sachen verwendet. Das heißt, das hier ist noch seltener. Ungefähr so müsste das sein. Dann müssen wir kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Warum nur 12 Sachen? Hatten wir nicht 13 Sachen gezählt gehabt? Das haben wir, das haben wir. Kohle haben wir. Das haben wir. Blei haben wir. Eisen haben wir. Eisen haben wir. Oh, wir haben Kupfer nicht. Wie häufig kommt Kupfer ungefähr vor? Ja, ich sag mal ungefähr gleich, also ja, eigentlich etwas mehr als dieses Zink. Zinn, aber ja, so ist ja bloß eine grobe Reihenfolge. Können wir später das noch ein bisschen umsortieren, wobei jetzt ein bisschen schwierig wird. So, das ist schon mal so grober Anhaltspunkt. So, das heißt, nachdem können wir jetzt hier sortieren. Das heißt Folgendes. Die hier sind scharf geschalten. Rot und grün. Achso, schwarz muss auch noch. Schwarz, rot und grün, genau. Hier ist genau auch schwarz, rot und grün. So, dann kommen hier die nächsten beiden. Hier die nächsten beiden. Wobei ich überlege gerade, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Das kann geschliffen und eingeschmolzen werden. Das auch. 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 Und das auch. Gut, das heißt alles richtig, aber Kohle müssen wir nochmal gesondert benutzen. Bei Kohle. Ach, scheiße, das heißt, das hier funktioniert so gar nicht. Gut, das heißt, gut, dann mache ich gleich. Kohle muss ich zwischendurch abzwacken. Kohle funktioniert so nicht. Das heißt, stattdessen kommt hier Kupfer. Und hier kommt dann das und das. So. Dann kommt hier Gold und das. Ja, und aufgrund dessen, dass jetzt hier dadurch eine Sache fehlt. Ist die letzte Anlage denn überflüssig? Das heißt, hier können wir tatsächlich so eine Restsammelkiste machen. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg. Du kannst weg, du kannst weg. Und hier machen wir auch kein Drawer, sondern eine klassische Kiste hin. Ungefähr so.
der hier auch so ein bisschen mittigerer steht. Dann brauchen wir eine Kiste. So. Das heißt, hier ist dann wieder alles, was hier durchkommt und nicht wegsortiert wird, landet dann hier in die Restverarbeitung. Wobei das natürlich blöd ist, weil eigentlich würde es dann ja schon hier stecken bleiben. Sachen, die zum Beispiel nicht geschliffen werden können, würden hier schon stecken bleiben. Und Sachen, die dann zwar geschliffen werden können, aber dann nicht geschmolzen werden können, würden dann hier stecken bleiben. Das heißt, eigentlich müsste... Ja, es müsste... Die Kiste müsste hier vorne irgendwo hin. Ja, kacke. Ja, gut. Das heißt, die Kiste ist völlig überflüssig. Na super. Hatte gut funktioniert hier alles. So, muss ich aber noch mal ganz kurz hier. Das hier muss weg. Verdammt. So. Zuallererst. A little bit of black wire. Du musst noch eins weiter. Ach, da. Dich brauche ich einmal hier. Sorting Tube brauche ich einmal hier. Du kommst nach da. Und du kommst nach da. Übrigens brauchen die Dinger auch noch Mäse. Die brauchen ein Taktsignal. Das heißt. Ne, sieht kacke aus. Aha. Ja, so ist so gut. Perfekt. Na gut, machen wir noch so. Wie sieht es mit dem Messer aus? Ne, du siehst scheiße aus. Hey. Ne, so. Bleib so. Okay. So. Oh, da oben kriegt... Oh, da kommt... Ach ja, ich muss ja hier noch gucken, wie ich das eigentlich mache. Sieht der Herz allerliebst aus. Ja, das ist erstmal so. Gut, jetzt ist die gesamte Anlage engaged. Die Sachen kann ich erst konfigurieren, sobald da ein paar Sachen drin liegen. Aber eigentlich müsste ich die Anlage jetzt so starten können, oder? Ach, was meint denn hier? Die Sachen müssen noch bei Rot rein. So nämlich. Deswegen ist da auch Kies drin. So, hier erstmal alles nach Schwarz. Und... Achso, siehst du, hier muss auch noch Pipeline. Das heißt, das Kabel hier ist im Weg ein bisschen. Beziehungsweise ich kann es einfach so machen. Wir haben noch ein Drawer. So, ist auch sogar auf der gleichen Ebene. Und hier kommt dann nämlich die Kohle rein. Bei Grün, ne? Ja. So. Tada! Ja, läuft doch. Cool. Das heißt, Diamant und Mese kann weder geschliffen noch geschmolzen werden. Wird also sofort aussortiert. Kohle kann geschliffen, aber nicht geschmolzen werden, also wird es im zweiten Schritt aussortiert. Alles andere kann geschliffen und geschmolzen werden, also wird es später aussortiert. Müsste doch so richtig sein, oder?
So mein Gedankengang. So, muss ich das hier noch ausschalten. Und da muss es jetzt abgehen. Hä? Achso, muss ich sagen, hier echt rausnehmen, ja. Oder nicht? Hat er die Sachen jetzt reingemacht oder nicht? Ach, verdammt. So, erstmal hier. Der ganze kleine Ratsch kommt bei hier rein. So. Du auch, du auch. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Du kommst nach da und euch brauche ich hier. Eigentlich müsste das Ding jetzt weg können. Und hier einfach das Ding hin. So. Voilà. Und das müsste hier alles aussortiert werden. Das wird doch nie im Leben funktionieren, Alter. Gleich explodiert hier noch alles. Oh ja. Tut's auch schon. Warum nimmst du nichts an? Ach, weil der kein Taktsignal bekommt. Hä? Hier sind Sachen in der Ausgabe, aber der zieht die Sachen nicht raus. Schwarz und grün, dann müsste er also hier weiterleiten können. Oder müssen die echt... Ach, fuck. So. Müssen die echt so stehen? Nee, so wird gar nicht verbunden. Nee, es war doch seitlich, war doch richtig. So, ja. Wie ist hier wieder hat kein Netzwerk? Was? Ach, Kacke. Ist doch hell draußen, muss ja doch Strom haben. Wie gesagt, er hat kein Netzwerk. Ist bereit? Ist bereit. Und das Kabel geht hier unten lang. Warum kriegt er kein Netzwerk? Der ist doch hier unten verbunden. Vor allem gerade eben hat er sogar noch die Sachen geschliffen. Die wurden halt so nicht abtransportiert. Womit hat die Anlage schon wieder ein Problem?
ist kein Netzwerk. Gut, wollen wir mal kurz gucken hier. Ja, geht 1 zu 1 lang. Das Kabel ist überall noch da. Trotzdem labern die mit von wegen, die haben kein Netzwerk. That is a little bit bullshit. Gut, ich trenne mal kurz das Kabel hier. Ah! Wow. Danke dafür. So, nächste Frage. Warum wird es nicht rausgezogen? Ah! Okay, das ist ja interessant. Gut, dann müssen wir es also so machen. Dann sieht zumindest optisch auch gleichmäßig aus. Haha. Okay, ich dachte, es reicht, wenn es hier rauf geht. Aber nee, es muss wirklich... Ach, weil der nicht von der Seite kommt, sondern weil das Kabel quasi von oben kommt. Deswegen triggert der den da unten nicht. Okay. Wobei, warum geht denn das Kabel... Ah nee, geht gar nicht bis zum Ende. Oh. Wir brauchen hier drin noch einen Puffer. Gut, das ist ja noch ein bisschen unfortunately. Ich glaube, der Ofen ist so langsam. Hey, wie ist das da Kohlestaub drin? Ach so, ja eben. Hier muss Kohlestaub rein. Aha, schon geht's auch. Oh, und hier ist auch überall das Falsche. Hier müssen ja nicht überall die Ingots rein. Du kriegst die Tür nicht zu, Leute. Du kriegst die Tür nicht zu. Oh mein Gott. Das Problem ist halt, ich habe hier in dem gesamten System keinen Puffer. Eigentlich kann die Anlage gar nicht genug produzieren. Na, das heißt, normalerweise kommen hiervon ja immer nur so so ein Stück hier lang geflossen. Aber wobei, hier sind mehrere. Es können also durchaus auch mal mehrere mit einmal kommen. In diesem Fall müssten wir hier quasi einen Vakuumtube reinbauen, die sich selbst wieder feedet. Ja.
Das mit dem ganzen Dropping ist nicht gut. Ich müsste eigentlich die Anlage doch. Ich brauche Puffer. Ohne Puffer funktioniert es nicht. Ne, ich brauche hier vorne einen Puffer und hier hinten einen Puffer. Ich meine, gut, hier nicht zwangsweise. Na doch, eigentlich schon. Ich brauche vorne einen Puffer und da hinten einen Puffer. Gut. Das heißt, ah, nee, ich lasse es mal an. Aber hier, ach, ich operiere einfach am offenen Herzen. So, wir machen den ganzen Scheiß erstmal hier rein. Das müssen wir dann später wieder an die Anlage einführen, wenn sie dann soweit ist. Eigentlich, wenn die Anlage einmal läuft, also jetzt zum Beispiel, dürfte es zu keinen Probleme kommen. Nur das hier zum Beispiel können wir jetzt nicht mit einmal ins System einschleusen. Dann ist es wieder zu viel mit einmal und dann wird hier wieder alles gedroppt. Deswegen müssen wir das auch erstmal hier alles beiseite packen. Und dann später, wenn wir die Puffer haben, dann können wir die Sachen auch wieder einschleusen. So, wie machen wir am besten die Puffer an? Ja, okay. Scheiße, droppt auch so. Warum? Ja, wir brauchen Puffer. Ohne Puffer funktioniert es nicht. So, das heißt, wenn jetzt hier können wir eine Kiste hinmachen. Hier müssen wir die Sachen aber auch erstmal aus den Kisten rausbekommen, ne? Au, ist das blöd. Ne, ich muss die Anlage erstmal abschalten. Ich muss die Anlage wie erstmal in den Originalzustand versetzen. Das funktioniert so leider gar nicht. Das heißt, Sorting Tube. Alles nach Rot. Eine normale Tube. So. Okay, jetzt ist das hier wieder normal. Und die Anlage hier abgeschalten. So, jetzt ist die Anlage wieder so, wie sie früher war. Das heißt, hier ist erstmal tot. Dankeschön. So, und dann müssen wir, ups, die Anlage hinten einmal komplett umkrempeln. Ich schmeiß das mal wieder alles wieder hier rein. Eigentlich müsste jetzt rein theoretisch alles, was hier hinten durchgekommen ist, hier hinten in die Kiste gelandet sein, richtig? Ja. Weil er davon nichts verarbeiten konnte. Ist das eine Kacke. Gut, die Sachen schmeiß ich gleich oben rein. Ganz oben. Ach, Leute. Ja, da müssen wir gucken, wie wir unten die Puffer installieren. Wahrscheinlich müssen wir die Anlage noch mal ein bisschen auseinanderrutschen, rücken lassen. Das Schöne ist ja, das Ding hier brauchen wir eh nicht. Das heißt, die gesamte Anlage kann eins weiter nach rechts rutschen. Und dann haben wir hier in der Mitte ein bisschen mehr Platz für Puffer. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Ja. Bis dann.